gewinnen darf. Ja! Ja, Mann! Sie belohnt sich, Mann! Sie belohnt sich, Mann! Dennis Undav, zweites Champions League-Tor. Ist das geil! Hier, Champions League. Willkommen in der Champions League. Boah, Undav nimmt ihn an. Zack, Volley aus 16 Metern. Lässt mal hochfallen und dann nimmt er einen Volley. Noch leicht abgefälscht vom Juve-Spieler. Macht es dem Keeper brutal schwierig. Ist Kraft drauf. Drin, 0 zu 1. Geil, Mann! Boah, Digga, der der VfB-Auswärtsblock scheppert ja geisteskrank rein gerade. Aber die schauen sich es nochmal an und ich weiß auch genau, warum sie es nochmal anschauen. Ich weiß exakt, warum sie es sich nochmal anschauen. Ich weiß exakt, weil ihm ist der Ball, er hat den Ball irgendwo rechts oder links mit dem Arm oben angenommen. Er hat ihn quasi hier oben angenommen. Hier oben ist er abgeblockt, der Ball. Ich bin, deswegen schauen sie drauf. Oder sogar wegen Abseits, eins von beiden. Das wäre so geil, ne? Das wäre so typisch. Es zählt nicht. Ah, fick diesen Drecksport. Ich sag's dir, wie es ist. Mir geht dieser Drecksport so auf die Eier. Ihr macht euch kein Bild. Es macht keine Lust mehr. Es macht in der Tat keinen Spaß mehr. Ach, nu komm, jetzt will ich... Nu kackt euch halt an, der Ball kommt von der Seite und macht den hier und kriegt ihn hier ran. Hier! Der kriegt ihn hier hin. Das ist nicht mal richtig Hand, der kriegt ihn hier oben. Schulter, Brust, whatever. Hier! Der kriegt ihn hier dran. Das hat mit Hand nichts zu tun. Das Wort Hand ist da schon mal falsch. Das ist Arm. Das ist Schulter. Es ist so dumm, es ist so dumm. Warum wird so eine Scheiße abgepfiffen, Mann? Hey, du kannst diesen Sport so geisteskrank an, so geisteskrank zumachen. Kannst diesen Sport so geisteskrank zumachen mit solchen Entscheidungen. Hey, da gehst du sogar in Führung. Du gehst sogar in Führung bei Juventus Turin. Und dann wird dir dieses Scheißtor abgepfiffen, weil den Ball zu 80% mit der Brust und zu 20% mit der Schulter annimmt. Meine Fresse, Alter, wirklich. Ich stell einen einzigen aktiven Fußballspieler in diesen scheiß VAR-Keller und der pfeift das Ding nicht ab. Ist das lächerlich. Chabot bringt ihn rein. Jetzt will der VfB einen Elfer. Jetzt will der VfB einen Elfer haben. Zeig doch mal. Chabot köpft ihn rein. Ha ja, der wird oben getroffen, also bitte, der trifft ihn am Oberschenkel. Guck mal, zack, das ist ein ganz klarer Elfmeter. Das ist ja ein ganz klarer Elfmeter. Das ist ja 100% ein Elfmeter. Ja, so Bruder, wenn er den nicht pfeift, dann haben wir hier offiziell einen handfesten Skandal. Nach dem nicht gegebenen 1:0. Wenn den nicht pfeift, haben wir einen handfesten Skandal. Frei mit den Stollen auf den Oberschenkel. Im Strafraum. Fertig. Es gibt keine andere Entscheidung außer Elfmeter. Ja. Ja. Elfmeter. Ach krass, ja auch noch gelb-rot. Das hatte ich ja gar nicht auf dem Schirm. Mama mia. Gelb-rot und Elfmeter. Boah, der VfB-Ausblock scheppert mal wieder ganz, ganz gefährlich. Oh fuck, Alter. Elfmeter und Gelb-Rot. Die letzten 15 Elfmeter haben die alle erst im Nachschuss gemacht. Die letzten 15 Elfer alle im Nachschuss. Mio schießt. Mio in Wolfsburg im Nachschuss. Demirovic gegen Hoffenheim im Nachschuss. Junge, 85. in Überzahl. Die Chance aufs hochverdiente 0 zu 1. Geht mir die Pumpe, Alter. Solange Mio die Pumpe nicht geht. Nee. Digga, das... Das kannst du keinem erzählen. Die verschießt den nächsten Elfmeter. Das kannst du keinem erzählen. Die verschießt den nächsten Elfmeter. Das kannst du keinem erzählen. Das kannst du keinem erzählen. Das kannst du keinem erzählen. Das ist krass. Das ist krass.
Und Juve-Stadion flippt aus. Zum ersten Mal ist das Juve-Stadion so richtig laut zu hören. Ein gehaltener Elfmeter wie ein Tor, weil ist ja auch so, ist ja wie ein Tor. Jetzt steht Juve nur hinten drin, ne? Aber es ist ja klar mit einer roten Karte. Mio, Touré! Touré! Ja! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Gottes Willen! Gottes Willen! Gottes Willen! Ey, wie leid! Und wie sexuell war das rausgespielt, Alter! Leck, haben die eine Ruhe in 90 plus 3? Haben die eine Ruhe in 90 plus 3? Wie Mio den durchgibt, wie Touré das Ding mitnimmt, an Verteidigung vorbei, kurze Ecke, zack, drin, boom, peng, gute Nacht. Das ist der blanke Wahnsinn, was sie hier gemacht haben. Gottes Willen. Ich will jetzt irgendeinen Schal anhaben. Der VfB Away-Schal von Madrid. Der VfB Away-Schal von Madrid. Ho! Die führen bei Juventus Turin hochverdient mit 1-0. 90 plus 2. Und was du jetzt hier wieder von den VfB-Fans in diesem verschissenen Auswärtsblock hörst, ist absolute Weltklasse. Und jetzt übersteht diese Drecksphase, blockt alles aus dem Stadion, jagt's nach Atalanta, ist mir egal, wo es hinjagt. Jagt die scheiß Kulle nach Bergamo, ist mir egal, wohin das Ding klappt. Jetzt will ich eine No-Nonsense-Verteidigung. Lecco mio, Alter. Nach dem Spiel ist Turin auch offen, wenn es so ausgeht, ne? Oh, wie dieser Auswärtsblock gerade frei tickt, ist so geil. Und ausgerechnet El Bilal Touré. Con von Atalanta Bergamo kennt diese italienische Liga so gut wie kein anderer wahrscheinlich. So aktuell wie kein anderer. Und knockt in Turin ist 1-0. Aber es sind noch 2 Minuten. Alter, du hörst es nach, Alter, scheiß dich auf die Reise. Hörst du hier bis nach Stuttgart rein. Bis nach Baden-Württemberg hörst du es rein aus Turin. Boah, da jetzt in Juventus dabei zu sein, muss auch geisteskrank sein. Da jetzt in diesem Ausblock zu stehen, muss geisteskrank sein. Der VfB ist gerade drauf und dran, alle drei mitzunehmen in Turin. Aber noch ist nicht aus. Mittelstadt raus, Chase rein, nimmt man mit, guter Wechsel. Stuttgart International. Und jetzt hängt der Soundstream, Digga. Ich kack euch vor die Firmenstelle, wirklich. Es läuft wieder. Ich kack euch sonst vor die Firmenstelle, wirklich. Geh nach Unterföhring und scheiß euch vor die Tür. Der VfB holt den ersten Champions-League-Sieg. Auswärts bei Juventus Turin.